Erleben Sie mit mir die Unwürdigkeit des Schalensitzes. Da ist schwer, dich wieder zu bewahren. Grüß Sie. So, wo sind die Wunderbäume? Ich bin aber gut versteckt. Dann auch nicht mehr das, was wir waren, die Wunderbäume. Grüß Sie. Wissen Sie vielleicht, wo die Wunderbäume sind? Wunderbäume. Da vorne, glaube ich. Ah, da vorne. Danke. Ah, da sind sie. Frühling. Ja. Frühling. Vanille. Kirsche sind nicht schlecht. Ich überlege mir, wenn ich zwei kombiniere, dass ich mache einen Vanille und einen Kirsch zum Beispiel. Oder, was ist das? Magic Tree. Versteht gerade, das riecht nach Plastik. Das ist nicht so. Aber ein Apfel hätte ich gerne, aber das. Ah, das ist eine Nutebiene. Eine Nutebiene, das. Ja, Nutebiene ist gut, das ist so gemischt. Das ist. Ich hätte gerne wissen, nach was die riechen. Ob die nach dem riechen, was oben ist, aber. Das ist ja Vanillesackerlsauce nicht mehr. Das ist. Ja, das ist schön. Vanillesackerl, die halten nicht mehr lange aus, also da hast du wirklich was davon. Die. Ein halbes Schwein im Auto und es stinkt immer noch Vanille-Tee. Und dann Nutebiene. Schön. So kann man mit kleinen Sachen den Menschen auch Freude machen. 74,80 für. Und bitte kostet nicht mehr die Welt. Der Geruch weiß nicht, aber das Brennen in die Augen, das Kratzen im Hals, das. Das müssen wir Zeit jetzt einwirken lassen und dann. Da muss man es überwinden, das. Bin ich ja warmer. Nein. Zu einer Sonderprüfung, lege den ersten Gang ein und fahre furchtbar schnell weg. Im Stau. Eigentlich könnte ich da mit 10 PS jetzt auch fahren. Und das Auto war eigentlich für was anderes gebaut. Nämlich für die Rennstrecken, aber eine Gürtelrunde mit einem hat auch seinen Reiz. Vor allem, weil die Leute rundherum nicht packen. Jetzt hat die Polizei mich einmal aufgehalten damit. Sagen's, wie das Jausenbredel da hinten typisiert. Hat einen Spoiler gemacht. Und bei dem Auto hat der Spoiler effektiv einen Sinn, weil bei ab 220, 230 bist du froh, wenn du ein bisschen einen Druck hinten auf der Hinterachse hast. Ich meine, fahren natürlich nirgends 230, aber wenn man es fahren tät, wären wir froh, wenn man einen Anpressdruck auf der Hinterachse hat. Und wieder rot. Die Leute glauben immer, wenn sie im Auto sitzen, sind sie privat und Nasen bohren und laut telefonieren und reden mit der Freisprechanlage. Und glauben, sie werden nicht beobachtet. Ihr dumm. Jetzt haben wir eine liebe Maus hinter uns da.
jetzt lacht's. Wurscht. Hab ich keine Zeit. Ah, Putzi. Das Putzi da, ich hab nicht mehr gehabt. Bitte, du musst leider kommen. Ich glaub, das ist ein Nocker, von der Weiden. Ist das Putzi? Ach so, ja. Bitte. Na gut, zur Erklärung. Die Dinger da im Sitz, was man da sieht, die sind nicht dazu da, dass man sich jetzt Boxen einbauen könnte oder was, dass man besser Musik hören kann, sondern die sind dazu da, wenn man einen seitlichen Aufprall hat und der Kopf vor der Maus, dass der Kopf dann nur bis daher kann, nicht weiter. Also vorausgeht, man hat einen Helm auf. Weil viele tödliche Unfälle im Motorsport daher rühren, dass auf dem seitlichen Aufprall der Kopf einfach ausfährt. Der fährt irgendwo hin und irgendwann ist die Halswirbel sein am Ende und dann ist man eigentlich eher tot, kann man sagen. Das leitet mein Telefon und ich weiß nicht, was ist, aber ich schätze, es wird irgendwo unter den Sitz liegen, weil ich kurz beschleunigt habe, vorhin da haut es mir das Telefon von einem Dummbrettel irgendwo unter den Sitz ein. Ich weiß schon, vielleicht liegt es irgendwo, aber es ist wurscht. Das ist ja das, was man eigentlich nicht machen sollte, am Auto von telefonieren oder noch schlimmer Telefon suchen, aber ich weiß es nicht. Scheiße, wie ist das jetzt? Ja, das brauche ich, dass ich dann noch anruft. Da ist es wurscht jetzt. Ich schlecken, ich habe keine Zeit jetzt. Aus! Aus mit dem Telefon! Aus! Das war's jetzt. Jetzt ist